Willkommen zurück zu meiner kleinen Videoserie zu den wichtigsten Punkten am Prüfprotokoll, zu den Technikfragen bei der praktischen Prüfung. Jetzt wäre eigentlich der nächste Punkt die Flüssigkeitsstände. Ich möchte jetzt aber passenderweise weitermachen noch mit den Signal- und Warnrichtungen im Fahrzeug. Und was fällt euch da als erstes ein? Prinzipiell könnt ihr euch beginnen, wie ihr wollt. Was kann ich für Signal- und Warnrichtungen überprüfen? Ich kann natürlich mal die Bremslichter überprüfen. Dazu brauche ich den zweiten, haben wir schon besprochen, oder reflektierende Stelle und so weiter. Ich erinnere an die Standbremsprobe. Dann können wir überprüfen, als Signal- und Warnrichtung den Blinker. Was können wir beim Blinker überprüfen? Wenn wir den Blinker einschalten, wir können zum einen mal schauen auf die Kontrolllampe und auf die Taktfrequenz, dass diese gleichmäßig ist. Ein Fehler wäre erkennbar, wenn hier ein ungleichmäßiges oder sehr schnelles Tacken wäre. Aber bei den heutigen Autos wird das auch über den Bordcomputer grundsätzlich angezeigt. Was leuchtet jetzt rundherum? Ihr könnt sehen, dass jetzt, wenn ich nach links einschalte, links die drei Blinker leuchten. Warum drei? Na, einer vorne, einer seitlich, einer hinten. Und damit würde ich gleich zum nächsten kommen, nämlich zur Warnblinkanlage. Das ist immer so ein rotes Dreieck und das kann ich einschalten, indem ich hier in der Mitte drauf drücke. Was leuchtet jetzt? Jetzt leuchtet nicht nur Blinker links oder wenn man den Hebel rauf gibt, Blinker rechts, sondern wenn ich die Warnblinkanlage drücke, leuchten also rundherum alle Blinker. Was gibt es noch für Signal- und Warnrichtungen? Ja, ich könnte jetzt natürlich auch noch dazu nehmen, ganz klar den Rückfahrscheinwerfer. Wie kann ich den testen? Ja, das geht schon. Ich muss nur bei eingeschaltener Zündung den Durchgang einlegen. Das werden wir jetzt gleich machen. So, Warnblinkanlage oder Alarmblinkanlage ausgeschalten. Machen wir die Zündung mal an. Retourgang rein. Und jetzt können wir schauen, ob hinten die Lichter leuchten. Und siehe da, wir haben das weiße Licht hinten, auch der Rückfahrscheinwerfer funktioniert. Auch die sogenannte Lichthupe zählt man zu den Signal- und Warneinrichtungen. Durch kurzes Anziehen jeweils am Blinkerhebel aktiviere ich die Lichthupe. Drücke ich auf die Fläche in der Mitte des Lenkrades, brauche ich wohl nicht zu erklären, betätige ich die Hupe. Beachte dabei aber bitte lokale Hubverbote. Was ich vielleicht noch dazu sagen will, was nicht so überall sichtbar und erkenntlich ist. Bei heutigen Fahrzeugen ist es so, dass man bei einer Notbremsung aufgrund des Bremsassistenten hinten blinkende Bremslichter hat, was natürlich auch eine Signaleinrichtung ist. Und wenn das Fahrzeug dann zum Stillstand kommt, geht automatisch die Warnblinkanlage an. Nicht wundern, das ist bei einer Notbremsung bei heutigen Fahrzeugen aufgrund des Notbremsassistenten normal. Bis gleich im nächsten Video zum Thema Flüssigkeitsstände.